gibt ja so einige, die schon so seit langer Zeit sagen, die E-Mail ist tot. Dabei sage ich, E-Mail wird oder das E-Mail-Marketing wird auch total unterschätzt und das E-Mail-Marketing hat wirklich viel Potenzial. E-Mail hat Potenzial. Und das fängt ja schon bei der Newsletter-Anmeldung an. Also wenn zum Beispiel Bert auf eine Webseite kommt und sich in den Newsletter anmelden möchte und seinen Vornamen, seinen Nachnamen, seine Anrede, vielleicht noch die Adresse eingeben möchte, muss, dann hat er schon gar keine Lust mehr. Wenn aber zum Beispiel Anne auf eine Webseite kommt und nur ihre E-Mail-Adresse eintragen möchte, dann freut sie das, macht das schnell und ist im Newsletter-Verteiler und ist glücklich. Über diese kleine Veränderung, dass nur die E-Mail-Adresse abgefragt wird, kann man schon die Anmelderate um 60% steigern. Der WWF Schweiz hat es vorgemacht, der hat vor kurzem erst diese Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann frage ich mich aber als Fundraiser, ja, wie soll ich denn dann meine E-Mails personalisieren oder individuell die Ansprache gestalten, wenn ich denn doch nur die E-Mail-Adresse habe? Für die Personalisierung kann man dann ganz verschiedene Strategien im E-Mail-Marketing anwenden, wie zum Beispiel eine automatisiert versendete Willkommens-Mail, die auch gern so als Trigger-Mail bezeichnet wird. Und diese Willkommens-Mails kann ich nutzen, um ja die Vision der Organisation schon mitzusenden, aber auch Profile anzureichern. Da gibt es verschiedene Techniken, wie ich über eine E-Mail dann auch Profildaten wie Vorname, Nachname und was ich auch immer brauche für mein Fundraising abfrage. Es gibt auch viele andere Strategien. Ich kann auch über verschiedenste E-Mail-Marketing-Tools, ja auch Empfängerreaktionen messen. Und umso mehr Informationen ich von den Newsletter-Interessierten bekomme, umso individueller kann ich dann meine E-Mails verschicken. Der Bert bekommt dann eben, weil ich aus meiner Versendung herausbekommen habe, dass er sich für Blumen interessiert, bekommt er eben E-Mails mit Blumen. Und Anne interessiert sich für Häuser und bekommt E-Mails mit den Inhalten zu Häusern, sage ich jetzt mal. So. Ich kann aber noch ein Stück weiter gehen und sagen, der automatisierte Datenabgleich ist genauso wichtig. Das heißt, der automatisierte Datenabgleich zwischen meiner Datenbank und dem E-Mail-Marketing-Tool erlaubt mir, nicht nur personalisierte E-Mails zu verschicken, sondern auch dann zum Beispiel vorausgefüllte Spendenformulare anzuzeigen. Ja, das ist so für mich die Zukunft des E-Mail-Marketings und meine Frage einfach in die Runde, wo seht ihr die Zukunft vom E-Mail-Marketing? Yay! Yeah.